Der Brücke Canyon Nationalpark. Film und Anto seltsam Gensi. Der Brücke Canyon Nationalpark liegt im Südwesten Utahs in den Vereinigten Staaten. Innerhalb des Nationalparks befindet sich der eigentliche Brücke Canyon, der trotz seines Namens kein Canyon im eigentlichen Sinne, sondern ein natürliches Amphitheater darstellt. Der Brücke Canyon entstand durch Erosion an der östlichen Seite des Pawn Saug und Plateaus. Er unterscheidet sich von anderen Canyons durch seine einzigartigen geologischen Strukturen, die Hollows, welche durch Wind, Wasser und Eis aus den Sedimenten geformt werden. Die roten, orangefarbenen und weißen Sedimente bieten einmalige Aussichten. Der Brücke Canyon Nationalpark befindet sich in einer Höhe von 2400 bis 2700 Metern und liegt damit wesentlich höher als der nahegelegene Zion Nationalpark oder der Grand Canyon Nationalpark. Der Park wurde um 1850 von weißen Siedlern besiedelt und erhielt seinen Namen von Ebene Zierbrücke, der sich um 1875 dort niederließ. Der Nationalpark wurde 1924 zum Nationalmonument und 1928 zum Nationalpark erklärt. Heute besuchen zwischen 800.000 bis 1 Million Besucher jährlich den Park. Der Brücke Canyon Nationalpark liegt im Südwesten von Utah ca. 80 Kilometer vom Zion Nationalpark entfernt. Da er 300 Meter höher ist, sind in ihm niedrigere Temperaturen und mehr Niederschläge zu verzeichnen. Der Nationalpark liegt auf dem Colorado Plateau, genauer an der südöstlichen Kante des Pawn Saug und Plateaus. Der Name Pawn Saug leitet sich von der uto-aztekischen Sprache der Paiute-Indianer ab und bedeutet Heimat des Bibers. Besucher erreichen den Park von der Plateau-Seite und blicken über die Kante in das Paria-Tal mit dem gleichnamigen Fluss. Auch das Wort Paria kommt aus dem Uto-Aztekischen und bedeutet Elchwasser. Der Brücke Canyon wurde nicht durch einen Fluss gebildet. Er ist damit kein Canyon im eigentlichen Sinne wie zum Beispiel der Grand Canyon. Wind, Wasser und Eis erodierten die Kante des Plateaus zu großen Amphitheatern mit bizarren Felsnadeln, sogenannte Hordos. Diese Felsnadeln erreichen eine Höhe bis zu 60 Meter. Die so entstandenen Amphitheater erstrecken sich über eine Länge von über 30 Kilometer. Das größte Amphitheater trägt den Namen Brücke Canyon, ist nahezu 5 Kilometern breit, 19 Kilometer lang und fällt über 240 Meter gegenüber dem Plateau ab. Nur wenig ist über die frühe menschliche Besiedlung dieses Parks bekannt. Archäologische Funde datieren 10.000 Jahre zurück. Einige wenige Funde aus dem südlichen Teil des Gebietes werden den frühen Anasazi-Indianern in der Korbmacher-Ära zugeschrieben, einige jüngere Funde den Anasazi aus der Pueblo-Ära. Als die Anasazi-Indianer das Gebiet aus noch unbekannten Gründen verließen, kamen die Paiute-Indianer, allerdings sind kaum Spuren von einer Besiedelung zu erkennen. Die Paiute nutzten dieses Gebiet eher als Jagdrevier. Doch sind auch Reste von Kulturpflanzen und landwirtschaftlicher Nutzung gefunden worden. Sie glaubten auch, dass die Hordos durch Kojoten versteinerte Menschen waren. Die Paiute nennen die Hordos Ankakuwasawits, rot angemalte Gesichter. Die Erkundung dieses Gebietes begann bereits im 19. Jahrhundert. Um 1850 kamen die ersten Mormonen, um das Gebiet auf Tauglichkeit für Ackerbau und Viehzucht zu untersuchen. Die erste wissenschaftliche Expedition erreichte das Gebiet 1872 unter der Leitung des US-Majors John Wesley Powells. Die Kartografen dieser Expedition übernahmen viele Namen von den Paiute. Bereits ein Jahr danach kam eine kleine Gruppe von Mormonen und siedelte sich an, um Viehzucht entlang des Paria-Flusses zu betreiben. 1875 wurde Ebene Zierbrücke von der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage hierher geschickt, um an der Erschließung des Gebietes als Zimmermann mitzuarbeiten. Er baute eine Straße zum Plateau hinauf, um dort Bäume zu fällen und daraus Bretter und Feuerholz zu gewinnen. Er sah das Naturwunder eher von der praktischen Seite und bezeichnete es als
Arhel auf Ableistolose Akau. Seine Nachbarn nannten den Kanyon nahe seiner Hütte Brückes Kanyon. Zusammen mit anderen Siedlern baute Ebene Zierbrücke einen Kanal, um der ständigen Überflutungen, gefolgt von Trockenperioden, Herr zu werden. Doch das Projekt scheiterte, und so zog er bereits 1880 weiter nach Arizona. Die Berichte Powells und weitere Zeitungsberichte förderten das Interesse an dem Gebiet, doch aufgrund fehlender Infrastruktur hielt sich der Tourismus in Grenzen. Um 1920 wurden die ersten Übernachtungsmöglichkeiten geschaffen und auch die Union Pacific Railroad erschloss das Gebiet, so dass mehr und mehr Touristen in den Brücke Kanyon kamen. Der ungezügelte Tourismus jedoch fügte den Hoodoos und anderen geologischen Formationen schnell Schäden zu. Der damalige Gouverneur von Utah unterstützte die Bemühungen, den Kanyon zu schützen und so wurde der Kanyon vom Präsidenten Warren G. Harding 1923 zum Nationalmonument erklärt. 1924 bemühte sich der Kongress von Utah, den Utah-Nationalpark zu etablieren, was 1928 gelang. Der Name jedoch blieb bei Brücke Kanyon Nationalpark. 1931 annektierte Präsident Herbert Hoover weiteres Land südlich des Parks und vergrößerte damit die Fläche auf über 14.000 Hektar. 1934 wurde der Bau des Scenic Drives begonnen, der auch heute noch durch den Park führt. Die Verwaltung des Parks blieb bis 1956 bei der Zion Nationalparkverwaltung. Seitdem besitzt der Park eine eigene Verwaltung. Durch den gestiegenen Tourismus wurde im Jahr 2000 ein Shuttle-System etabliert. Es gibt Bestrebungen, weite Teile des Parks nur noch über dieses Shuttle-System zugänglich zu machen, wie es bereits im Zion-Nationalpark der Fall ist. Das Gestein im Brücke-Kanyon-Nationalpark ist etwa 100 Millionen Jahre jünger als im Zion-Nationalpark und dieser zeigt Felsen, welche nochmals 100 Millionen Jahre jünger als im Grand Canyon sind. Trotzdem gehören alle drei Gebiete zu einer The Grand Staircase genannten Formation. Vom Grand Canyon bis zum Brücke Canyon kann man nahezu 200 Millionen Jahre Erdgeschichte studieren. Das Gestein im Nationalpark ist ein Gemisch aus Basalt und Sandstein, in welchem viele Fossilien zu finden sind. Diese freigelegten Schichten sind die jüngsten in dieser Formation. Noch heute lassen sich Sandstrände, Lagunen und eine Sumpflandschaft ablesen. The Grand Staircase: A. Grand Canyon, B. Chocolate Cliffs, C. Vermilion Cliffs, D. White Cliffs, E. Zion Canyon, F. Grey Cliffs, G. Pink Cliffs, H. Brücke Canyon. Entstehung der Hoodoos durch Erosion. Als sich die Gegend im Zuge der Gebirgsbildung anhob, entstanden zahlreiche Seen, deren Sedimente den Basalt und Sandstein bedeckten. Diese Seenplatte hatte etwa 20 Millionen Jahre Bestand und endete etwa vor 60 Millionen Jahren. Während dieser Zeit veränderten sich die Seen unter anderem durch klimatische Veränderungen. Durch starke Variation in der Größe und Tiefe hinterließen sie stark wechselnde Sedimentschichten. Vor ca. 16 Millionen Jahren erhob sich das Plateau um nahezu 1.000 Meter. Vor dieser Zeit befand sich das Gebiet fast auf Meeresspiegelhöhe. Das gesamte Plateau nennt man Colorado Plateau, welches in zahlreiche kleinere Plateaus zerbrach. Eines davon ist das Paunsaugund Plateau. Als der amerikanische Kontinent weiter Richtung Norden driftete, veränderte sich das Klima auf dem Plateau. Es wurde bedeutend kühler und auch die Niederschläge nahmen zu. Häufige Niederschläge und Erosion durch gefrierendes Wasser formten das heutige Gesicht der zahlreichen Amphitheater. Pro Jahr gibt es auch heute noch bis zu 200 Frost- und Tauwetterperioden, welche noch immer den Park erodieren. Die Wälder und Wiesen des Parks beherbergen viele Vögel und Säugetiere. Man zählt um die 60 hier heimischen Säugetierarten und über 175 verschiedene Vogelarten, von denen allerdings viele nicht ganzjährig im Brücke Canyon Nationalpark heimisch sind. Goldmantelziesel. Diadem Heher.
Unter den Raubtieren handelt es sich um Füchse und anderen kleineren Tiere bis hin zu gelegentlich einwandernden Rotluchsen, Lynx rufus, Berglöwen, Puma, Puma concolor und Schwarzbären. Ursus americanus. Das größte dauerhaft im Park lebende Säugetier ist der Maultierhirsch, Odocoileus hermionus. Wapitis, Cervus elaphus, und Gabelböcke, Antilocabra americana, die in benachbarten Gegenden wieder eingeführt wurden, kommen als Besucher ebenfalls gelegentlich vor. Ein sehr häufiger Anblick sind der Goldmantelziesel, Spermophilus lateralis, und das Felsenhörnchen, Spermophilus variegatus, sowie die Winterstreifenhörnchen, Eutamius umbrinus, und die Utah-Präriehunde, Cynomys pavidens. Die Maultierhirsche, die Pumas und die Kojoten wandern im Winter in tiefer gelegene Regionen, während die Erdhörnchen und die Murmeltiere Winterschlaf halten. Die meisten Vogelarten des Brücke-Kanyon-Nationalpark ziehen im Winter nach Süden, Zugvögel, etwa die Veilchenschwalbe, Tachycineta thalassina, und Mauersegler. Einige bleiben jedoch ganzjährig hier, darunter die Häher, vor allem Clark's Nutcracker, Nucifraga columbiana, und der Diademhäher, Stellas jai, Cranocetus stelleri, und Kurkraben, Corvus corax, die Fischadler. Pandion haliaetus, der Wanderfalke, Falco peregrinus, und der kalifornische Kondor, Gymnocyps californianus, sowie verschiedene Eulen und Kleider. Die Herpetofauna besteht aus 11 Reptilien und 4 Amphibienarten. Besonders auffällig sind dabei unter den Schlangen die Great Basin Prairie Klapperschlange, Crotalus viridis lotosus, und die gestreifte Peitschennarter, Massicophis tenuatus, unter den Eidechsen die Kurzhornkrötenechse, Phrynosoma douglasi, und der gemeine Seitenfleckleguan, Uta stansburiana. Unter den Amphibien stellt der Tiger Salamander, Ambystoma tigrinum, eine der interessantesten Arten dar. Aufgrund der unterschiedlichen Höhen und der damit verbundenen Vegetationsunterschiede innerhalb des Parks werden verschiedene Lebensräume abgegrenzt. Erstens, die tiefer gelegenen Bereiche des Parks zeichnen sich vor allem durch Kiefern- und Koniferenwälder mit eingestreuten Manzanita, Junibären und Antilopenbitterbüschen aus. Entlang der Flüsse findet man Espen, Wasserbirken und Weidenbestände. Zweitens, Bestände der Gelbkiefer, Pinus ponderosa, kennzeichnen die Mittellagen, in feuchteren Gebieten ergänzt durch Blaufichten und Douglas-Tannen. Drittens, auf dem Paunsaugund-Plateau herrscht die Douglas-Tanne vor, gemeinsam mit Espen- und Engelmannfichten. Die Nevada-Zirkelkiefer, Pinus flexilis, und die Grandenkiefer, Pinus longeva, beherrschen die kältesten und höchsten Gebiete des Nationalparks. Ein sehr dunkler und nährstoffreicher Boden kennzeichnet den Park. Er sorgt gemeinsam mit dem Wasserreichtum der Region für optimale Lebensbedingungen. Der 29 Kilometer lange Scenic Drive führt zu insgesamt 13 Aussichtspunkten, darunter Sunrise Point, Sunset Point, Inspiration Point und natürlich auch Brücke Point. Weiter im Süden des Parks befinden sich Natural Bridge, geologisch keine Brücke, sondern ein Bogen, sowie Rainbow Point und Yovimpa Point. Der Park bietet zahlreiche Wanderwege unterschiedlicher Länge und Schwierigkeitsgrades, so zum Beispiel Rim Trail zwischen Sunsets und Sunrise Points, leicht, weniger als 2 Kilometer. Mosukawe, leicht, weniger als 2 Kilometer. Upper Inspiration Point, mittel, weniger als 2 Kilometer. Swamp Canyon Loop, mittel 7 Kilometer. Navajo Loop, mittel, 3 Kilometer. Rix Spring Loop, schwer, 14 Kilometer. Queens Garden Trail. Pecarbo Loop, schwer, kombinierbar mit Queens Garden Loop und einem Pfad der Navajo Loop als Einstieg, dann ca. 12 Kilometer, 550 Höhenmeter. Bei allen Wanderungen ist darauf zu achten, dass man sich im Hochgebirge mit bereits entsprechend dünner Luft befindet und im Sommer hohe Temperaturen erreicht werden können. Entsprechende Kleidung und ausreichend Flüssigkeitsmengen sind bei den Wanderungen unabdingbar.
Nähere Informationen erhält man am Visitor Center in der Nähe des Eingangs. Bei mehrtägigen Wanderungen sollte man dort einen der Ranger um Rat fragen. Die Luft im Brücke Canyon Nationalpark ist so klar und die Gegend aufgrund fehlender Infrastruktur nachts so dunkel, dass man mit bloßem Auge weit über 7500 Sterne am Himmel erkennen kann. Üblich sind in bewohnten, lichtverschmutzten Gebieten bis 2000 sichtbare Sterne. Aufgrund der klaren Luft sind an schönen Tagen Fernsichten bis zu 320 Kilometern nach Arizona und sogar Neu-Mexiko möglich. Die beiden Campingplätze innerhalb des Parks haben durchschnittliches Niveau, vor dem Eingang des Parks finden sich weitere Campingplätze mit mehr Komfort, Full Hook-Up, und weiteren Attraktionen, zum Beispiel Rodeo oder Übernachtung im Tipi.